Hey du, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horse Reality. Ich weiß es nicht, ob ihr schon gesehen habt. Es ist gerade Summer Sale, das heißt, man bekommt 200% extra DP, wenn man jetzt welche kauft. Nur für den Fall, dass ihr eventuell DP kaufen wollen solltet. Das endet am 4. August, das heißt, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, aber auch nicht mehr allzu lange. Wofür ihr keine Zeit mehr habt, ist für das Gewinnspiel rund um Aladdin. Denn das werde ich heute am Ende dieser Folge auflösen, aber ich wollte euch ja heute auch mal noch zeigen, wie ich die Pferde quasi einkategorisiere, die sich für mehrere Disziplinen eignen. Ich schnappe mir dafür schon mal einen Zettel und mein schlaues Blöckchen. Ich habe nämlich so einen Notizblock mir angelegt, wo ich mir Sachen aufschreibe für Horse Reality. Das kann nicht schaden, egal ob man das digital macht oder so auf dem Zettel. Ich mag sowas immer ganz gerne zum Anpacken und Umblättern auf einem richtigen Zettel. Jo! Und da würde ich auch mal sagen, starten wir. Ich habe noch ein paar neue Fohlen bekommen. Die stelle ich euch gleich mal vor. Ich möchte euch jetzt aber anhand von Fadil al-Najima mal zeigen, wie ich das mache mit der Entscheidung, in welcher Disziplin ein Pferd trainiert werden soll. Und zwar gehe ich dazu als erstes auf die Genetik und dann steht ja hier unten, wofür er geeignet ist. Das heißt Reining, Eventing, Distanz oder die Pferderennen. Auf Reining will ich ihn auf gar keinen Fall trainieren. Am besten, sagt er mir hier, ist er für Distanzreiten geeignet. Aber ich habe schon einige Pferde auf Distanzreiten. Ich würde jetzt mal ganz gerne gucken, ob er sich eher für Eventing oder eher für Racing eignet. Möchte aber auch den Vergleich dazu machen, wie viel hinter dem Distanzreiten, was empfohlen wird, das liegt. Das heißt, wie mache ich das? Ich glaube, man muss auch noch ein paar Punkte mehr mit einbeziehen eigentlich. Ich glaube, hier von der Confi, das muss man auch noch irgendwie einrechnen, habe ich aber bislang nie gemacht. Ich mache eine vereinfachte Art und Weise. Und zwar achte ich dabei auf das genetische Potenzial. Da haben wir diese 10 Punkte. Beschleunigung, Wendigkeit, Balance, Baskül ist eben diese Kurve in Anführungsstrichen, die Manier am Sprung. Dann haben wir Zugpower, Zugkraft, Geschwindigkeit, Sprint, Ausdauer, Stärke und Trittsicherheit. Das sind unsere 10 Punkte, aus denen sich das genetische Potenzial zusammensetzt. Und die unterschiedlichen Disziplinen haben unterschiedliche Voraussetzungen beim Potenzial. Welche das sind, das könnt ihr im Wiki nachlesen. Und zwar, wo war das? Ich glaube, hier bei Competitions kann man das nachlesen. Genau, hier. Hier könnt ihr nachlesen, was von der Confirmation wichtig ist und vom genetischen Potenzial. Wie gesagt, von der Confirmation habe ich noch nicht so richtig drauf geachtet. Kann man natürlich auch noch machen, wenn man es perfekt machen möchte. Habe ich jetzt bislang nicht gemacht. Und das ist im Endeffekt das, was ich mir auch auf dem Zettel drauf geschrieben habe. So. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückgehen, ne? Kann ich hier... Oha, alles gelb. Super Mario Maker 2. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückgehen. Moment. So, ich bin jetzt wieder auf Fadils Profil. Und wie gesagt, ich möchte jetzt gucken. Ich schreibe mir das jetzt mal auf den Zettel auf. Ich möchte die Werte in Eventing. Da mache ich mir dann einfach ein E hin. Möchte ich den Durchschnittswert vergleichen mit Endurance, da mache ich mal ein D hin, weil Distanz und so. Und Racing mache ich ein R für Rennen hin. Das sind die drei Disziplinen, wo ich das miteinander vergleichen möchte. So, jetzt schneide ich das Bild einfach mal ein bisschen zu. Ich habe jetzt gerade den Taschenrechner aufgemacht. Und da vergleiche ich jetzt die Werte. Also für Eventing sind wichtig die Werte, lass mich mal gucken. Das ist einmal Balance, haben wir hier auf 77, dann Baskül 55, Speed auf 80, Strength auf 44 und Surefootness von 85. Das heißt, es kommt da auf 5 Werte an und wir teilen das entsprechend jetzt auf 5, um auf den Durchschnittswert zu kommen. Das heißt, wir haben da einen Durchschnittswert von 68,2. Auf die Werte, die wichtig sind fürs Eventing.
Dann gucken wir mal bei der Distanz, beim Distanzreiten, wo er ja wirklich begabt drin sein soll. Da haben wir Speed 80, Stamina, die Ausdauer 96, Strength, ja, wie gesagt, da schwächelt er, und Surefootness haben wir da auch 85. Sind in dem Fall 4 Punkte. Wir teilen also nur durch 4, um auf den Durchschnittswert zu kommen. Und da kommen wir schon auf einen deutlich höheren Wert, nämlich 76,25. Das heißt, wir sind da fast 8 Punkte im Durchschnitt über dem Wert, den die Punkte für Eventing haben. Das heißt, Eventing macht schon mal gar keinen Sinn. Gucken wir jetzt noch, wie es beim Rennen ist. Da haben wir die Beschleunigung, Acceleration, 73. Dann die Geschwindigkeit von 80, Ausdauer von 96 und Stärke von 44, auch nochmal durch 4. Da kommen wir auf 73,25. Das heißt, das liegt ziemlich genau tatsächlich in der Mitte von Eventing und von Distanzreiten. Das heißt, der Durchschnittswert beim Distanzreiten ist tatsächlich circa 3 Punkte höher als beim Rennen. Und dann muss man so ein bisschen abwägen, inwieweit macht es dann Sinn. Man kann vielleicht auch mal bei den anderen Pferden, die in der Distanz, die in der Disziplin starten, das Gleiche berechnen und gucken, was haben die denn so für Durchschnittswerte, damit man so ein bisschen gucken kann, inwieweit das Pferd da irgendwas gewinnen kann oder halt eben nicht. So mache ich das, so entscheide ich, auf welche Disziplin ich das Pferd trainiere, wenn mehrere angegeben sind. Wenn jetzt der Unterschied zwischen dem, was mir empfohlen wird, und dem, was ich eigentlich gerne trainieren würde, wenn der nicht zu hoch ist, dann nehme ich meistens das, was ich ganz gerne trainieren würde, und höre eben nicht auf die Empfehlung. Wenn der jetzt zu groß ist, der Unterschied, zum Beispiel diese 8 Punkte zwischen Endurance und Eventing, das ist mir einfach zu hoch. Beim Racing die 3 Punkte ist jetzt gar nicht so schlecht, und ich denke tatsächlich auch, dass ich ihn eher auf Racing trainieren werde, da ich schon einige Pferde habe für das Distanzreiten und fürs Rennreiten eher weniger. Deswegen wird, denke ich, Fadil Al-Najima ins Pferderennen gehen. So, Taschenrechner wieder zu. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht so ein bisschen, ja, mal einen Tipp geben, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt keine... Ist jetzt keine Riesensache, ne, aber are you sure you want to select this discipline? Ja, bin ich. So, ich muss jetzt ja mal gerade noch mein Headset ab, haha, weil ich merke gerade, ich brauche ja hier bei dem Spiel überhaupt keinen Ton. Und es ist einfach so mega warm, weil ich bin jetzt wieder auf mein eigentliches Headset umgestiegen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das hinpacken soll. Gleich liegt es am Boden, wie ich mich kenne. Da kann ich es hinhängen. Sorry, Leute. Ja, also, wie gesagt, das Rennen, das Pferderennen hat das Rennen gemacht. Haha. Und da wird der Gute ab sofort trainiert. Pferderennen zu trainieren dauert ziemlich lange. Wir haben zwar hier nur 5 unterschiedliche Level und es sind auch nie so mega viele Sachen zum Trainieren, deswegen dauert das auch so lang. Aber wow. Mit Verbrauchen der kompletten Energie bekommt ihr gerade mal 19% dazu. Oh, das dauert also wirklich lang, bis man da einmal durch ist. Gut, und jetzt möchte ich noch mit euch wieder meine Mustangs trainieren und meine Knappstrupper, weil mir die momentan tatsächlich am wichtigsten sind. Isländer Zucht werde ich quasi komplett auflösen. Werde ich nicht mehr weiter züchten, denke ich. Ich werde die jetzt nicht verkaufen wahrscheinlich, aber ich werde jetzt auch nicht mehr großartig weiterzüchten. Und ich wollte euch noch eine Information geben. Mir ist jetzt aufgefallen, dass es noch andere Pferde mit M's davor gibt. Wichtig ist bei mir, achtet darauf, wenn ihr ein Pferd kaufen möchtet, da steht M's drin, oben. Ich habe das immer mit dem Apostroph. Ich habe dieses geschwungene M, dann das Apostroph und das S drin. Und wenn es wirklich von mir ist, dann muss da Kadis Gestüt drunter stehen. Nicht, dass ihr das verwechselt, weil ich jetzt gesehen habe, dass jetzt vermehrt Isländer auch mit dem Kürzel gezüchtet werden. Und da wollte ich euch darauf hinweisen, dass ihr darauf achtet, wie gesagt, wirklich, dass mein Kürzel immer noch das Apostroph dazwischen hat. Das kann natürlich auch jeder x-beliebig eingeben. Also ich will es nicht, dass es jeder x-beliebig eingibt. Fände ich jetzt nicht so geil von euch. Aber rein theoretisch, technisch ist es möglich. Das wollte ich ausdrücken. Das heißt, wenn ihr sicher gehen wollt, dass es wirklich ein Pferd von mir ist,
dann müsst ihr auf den Züchter achten. Hier auf Cadiz Gestüt muss dann da stehen. Auch nur mit einem I. Es gibt auch eine Cadi mit 3 I 2888 und ja dann auch Cadiz Gestüt mit 3 I. Nein, das bin ich auch nicht. Das ist auch jemand, der so tut, als wäre er ich. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Da wollte ich euch an dieser Stelle mal drauf hinweisen. Huch. Ja, gehen wir erstmal wieder die Mustangs durch. Da ist auch schon Nachwuchs gekommen. Hier Summer Spirit zum Beispiel, hatte ich euch, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt. Den trainiere ich gerade fleißig, der wird sich verabschieden. Aber auch die kleine Maus hier, Tinkerbell, die wird sich auch verabschieden. Und zwar aus einem Grund, sie hat schon ihr Star Predicate bekommen, ihr seht es. Hat sogar 5-mal Very Good. Aber sie hat ein GP von 572 und Mustangs sind für mich interessant mit einem GP von 640 und aufwärts, wenn ich sie als Fohlen nachzüchte, eher sogar noch ein bisschen höher. Deswegen wird sie sich verabschieden. Hab ich relativ schnell für mich entschieden, nachdem die kleine Maus geboren wurde. So, America's Autumn kann ich jetzt auch langsam auf ihre ersten Prüfungen, auf ihre ersten Dinge da vorbereiten, auf ihre ersten Turniere. Ja, dann ist Barbie heute erwachsen geworden. So sieht sie aus. Eine schlichte Palomino-Stute. Bin ich auch fleißig dran, sie zu trainieren. Und, huch, die Kleine, die werde ich wohl auch weggeben, denke ich. Sie hat zwar ein sehr gutes GP von 669, aber ja, ihr Körperbau, sie hat einen Average drin. Sie hat zwar das Star Predicate geschafft, sie hat 3-mal First Premium erreicht, aber ich habe ja noch eine weitere Palomino-Stute. Da gucken wir gleich mal, was die nochmal für ein GP hatte. So, Brian. Ich habe auch wieder einen, also meine Stuten sind auch schon wieder alle gedeckt. Der kleine Charming Boy hier, da freue ich mich auch drauf, wenn der erwachsen ist, ganz ehrlich. Ich glaube, der wird so ein bisschen wie Tamin aussehen. So, guck mal hier, die sind in den Basic Commands auch durch, die kleine Fairy Tale. Guckt euch doch mal Jesse an, ist der nicht hübsch geworden? Ich finde den wunderschön. Das heißt, der ist jetzt auch nicht so super gut, hat ja leider auch ein Average, aber der wird definitiv bleiben, weil der ist wow. Der ist wunderhübsch. Der gefällt mir mega gut, muss ich wirklich sagen. So, Royal Django. Mit dem könnten wir gleich mal noch an einem Wettkampf teilnehmen. Warte mal, der hat gestern auch an einem Wettkampf teilgenommen. Wie lief's denn? Platz 4. Nein, heute. Ach nee, wie ärgerlich. Platz 4 ist er geworden. Ganz, ganz knapp am Treppchen vorbei. Blech. Naja, Blech ist Pech, ne? Nein! Ich wollte 45 Minuten trainieren. Naja. Das ist immer ärgerlich, weil wenn man 45 Minuten trainiert, dann hat man in diesem Bereich noch genau die 100% voll. Ach, naja. Habe ich zu schnell geklickt. Passiert euch das auch schon mal? Ihr denkt, ihr habt geklickt, aber ihr habt doch nicht ganz geklickt. Es nervt mich. Oh. Tamin war nur teilanwesend. Kurz. Hier, Star Proven, Clinical Approved. Also ganz ehrlich, er ist ein kleiner Star-Hengst. Dann 3 Very Good, 9 Good, kein Average, damit nicht schlechter als Good und 658er GP. Der ist einfach super. Der ist einfach super und von dem habe ich mittlerweile auch schon ganz viele Samen eingefroren. Der wird über seinen Tod hinaus noch decken. Dann habe ich sie hier neu. The Winter is Soon. Ich finde sie sehr, sehr schön. Sie ist leider nicht so gut. GP von 667 ist zwar nice. 3 Very Good und der Rest Good klingt an sich auch nicht schlecht. Aber sie hat noch kein First Premium geschafft. Da könnt ihr mal sehen, dass die Goods entweder sehr, sehr schlechte Goods sein müssen oder das Very Good ist kein besonders gutes Very Good. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Das hatte ich ja schon mal erzählt, dass man auf die Confi... Ja, man kann das aus dem Text, der hier in Breeders Advice drin steht, kann man das auch so ein bisschen rauslesen. Ob das nun... gute Goods sind oder nicht so gute Goods. Das kann man da ein bisschen rauslesen. Da habe ich mich aber auch noch nicht so mit beschäftigt. So. Hier genau. Sie hier.
633 ist sie natürlich ein ganzes Stück schlechter, aber sie hat halt schon deutlich öfter First Premium geschafft und ich finde sie auch ein bisschen interessanter von der Zeichnung her. Deswegen werde ich Barbie weggeben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie auch verschenke, kann ich mir auch gut vorstellen. So, hier mit Raging Fire würde ich ganz gerne noch an einem Wettkampf teilnehmen. Das mache ich aber gleich im Off. Ja, und Gracias habe ich bei Driving angemeldet. Denn da hatte ich das jetzt noch rausgerechnet, dass das mit dem Driving tatsächlich nicht weit hinter der Empfehlung ist. Und deswegen habe ich ihn einfach mal bei Driving angemeldet. Reckless habe ich hier dann noch mit einem GP von 662, ein kleiner Hengst. Hat einen Very Good, aber guck mal, der ist immer relativ dicht schon dran am First. Schaffen wir jetzt die anderen noch? Ich glaube, das wird eng mit den Knappstruppern. Dann führe ich euch die vielleicht beim nächsten Mal vor. Ich werde auch das Gewinnspiel, das nächste, fange ich heute noch nicht an. Das machen wir dann nochmal anders. Ich möchte euch noch einen Neuzugang vorstellen, einen Fohlen, und zwar Franziskus. Guckt euch das mal an. Der Kleine hat einfach mal 6 Very Good. 6 Very Good und 6 Good. Er hat ein GP hoch von 650. Hat Roan, ich bin gespannt, wie er erwachsen aussieht. Und könnte in Dressur, Springen, Western oder Vielseitigkeit könnte der gut sein. Zwar wird hier auch Dressur empfohlen, wie es bei den meisten Welsh-Ponys der Fall ist, aber der ist doch sehr, sehr vielseitig. Dann noch so ein krasses GP, das ist für einen Welsh-Pony ein krasses GP und eine gute Konfi. Das ist so ein bisschen meine Zukunftshoffnung, der kleine Franziskus. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber auch sagen, dann werde ich euch jetzt noch zeigen oder auslosen, wer Aladdin gewonnen hat. Und ja, dann wollen wir mal schauen. So, ich bin hier schon auf dem Video drauf, habe die Kommentare schon alle aufgemacht, 84 Stück an der Zahl. Und jetzt gehe ich hoch. Jetzt drücke ich Steuerung F. Dann haben wir hier die Suche. Ich gebe ein Hashtag Aladdin und wir haben 51 Teilnehmer. Jetzt mache ich die Augen zu, halte Enter gedrückt und mache irgendwann die Augen wieder auf. Und so lange springt er nämlich von Suchergebnis zu Suchergebnis. So. Und ich mache 3, 2, 1 und Stopp. Und wir haben hier als Gewinner die Sarah Westop, die in Horse Reality Say 204 heißt. Jetzt suche ich einmal kurz hoch nach der Sarah Westop. Wunderbar, sie hat nur ein einziges Mal dran teilgenommen, eine von einer Übereinstimmung. Das heißt, herzlichen Glückwunsch an die Sarah, beziehungsweise in Horse Reality Say 2000. Warum sage ich mal 2000? Say 204. Ich werde dir dann Aladdin reinstellen. Ich kann ja leider nicht zu 100% verschenken. Ich stelle dir Aladdin dann für ein Horse Reality Credit in den privaten Verkauf rein. Ich wünsche dir super viel Spaß mit dem kleinen Mann und ja, dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!